Man kann es ja auch mal aussuchen, ob über Dialog oder eben über diese Direktoption dann das Item zu benutzen. Finde ich auch interessant. Aber ich mache es lieber über Dialog. Ich habe diesen Gutschein in der Tombola gewonnen. Weiß ich doch schon. Aber woher weißt du das? Hat mir meine Schwester erzählt. Sie macht heute den Tombola-Stand. Ach so. Ach so. Es ist gar nicht die... Ich glaube, die Stimme so ein bisschen anders. Ich habe mich schon gewundert. Abgesehen davon, warum weißt du das? Denn ich habe da ja nicht wirklich gewonnen. Und nu? Hey, Sweetheart. Guten Abend. Ich muss... Ja. Und wo bekomme ich meine Gratisfahrt jetzt? Damit wohl kaum. Oder? Es sieht nicht besonders seetüchtig aus. Nein. Hier vorne hat es einen Leck. Und das Schaufelrad scheint zu fehlen. Ich könnte mein Dings dafür benutzen, mein... Den da. Aber ich darf offenbar nicht. Ach, immer. Nochmal tröten. Aha. Was bringt mir das, ist die Frage? Nochmal tröten. Nichts. Wobei ich... Jetzt geht's... Konnte gerade nichts machen, als wenn da was passieren würde, aber es passiert ja nichts. Irgendwie ganz komisch. Die Laterne flackert unruhig. Klassischer Fall von Lichtverschmutzung. Ja. Was bringt mir diese blöde Tröte? Ich habe keinen Plan. War es früher auch schon da gewesen hier? Bis zur nächsten Stadt sind es zig Kilo... Zig. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich komme weg. Eben ging es noch nicht. Da meinte er, ist nicht. Komisch. Ich sehe eine mittelschwere Umweltkatastrophe. Mhm. Nimm sie mit. Erstmal rekorden. Beverly, mein Bild von diesem beschaulichen Örtchen ist getrübt. Mitten im Wald, so scheint es Usus zu sein, laden die Bewohner ihren Unrat ab. Man stellt sich die Frage, wer macht sowas? Weiß man nicht so genau, wahrscheinlich Menschen. So, tröt, weil geht halt. Meine Armee an Vögeln. Nein, nicht essen! Okay, Steine würde ich gerne ablecken, aber alles andere bitte nicht. Kein Zutritt. Briefträger, Paketzustellungen und Pizzaservice. Zweimal laut pfeifen, Lieferung abstellen und verschwinden. PS, ja, doch. Keine Werbung. Damals nie im Leben schon Pizzaservice oder was? Ein prächtiger Birnbaum. Tennenbaum. Ach so. Was? Ah, das... Oh, was? Wollt ihr mich... Was? Links, rechts, links, rechts. Weil er hat ja... Ich sehe gar keiner oben drauf. Er hat ja die totalen Stahlmuckis. Kein Muster auf 3 kommt da. Ein herrlicher Ort, um eine Bank aufzustellen. The fuck? Ja, sehr herrlich hier. Trüberbrucker Tribu. Schlummermorchel gefährdet. Eingriffe in die Pilzbestände im Trüberbrucker Lummland. Trüberbruck, wo sonst? In den vergangenen Wochen wurden die Bestände der heimischen Schlummermorchel erneut Opfer allzu übereifriger Pilzsammler. Ein auswärtiger Wildsammler wurde mit mehreren Kilo des giftigen Schlauchpilzes im Gepäck aufgegriffen und vorübergehend in Gewahrsam genommen. Der Trüberbrucker Tribun weist aus diesem Anlass darauf hin, dass das Pilzsammeln kein Kavaliersdelikt ist, sondern den Tatbestand des Diebstahls, bei der gefundenen Menge sogar einen schweren Diebstahl, erfüllt. Nach Angabe der Behörden werden Schlummermorcheln in der Drogenszene der Großstädte vermehrt zu psychoaktiven Tees verarbeitet. Die Kreisverwaltung Bruckenlande bittet daher um ihre Mithilfe bei der Ergreifung unautorisierter Pilzwilderer und warnt dringend vor dem Konsum sämtlicher aus Schlummermorcheln hergestellter Substanzen. Die Folgen sind unabsehbar und die gesundheitlichen Risiken weitgehend unerforscht. Obacht! Schleimspuren entdeckt! Trüberbruck Dössel. Oho.
Nach dem großen Doppelkopf-Sommerturnier, wie berichteten, kam es zu einem unglücklichen Zwischenfall mit fatalen Folgen. Der 63-jährige Drittplatzierte, Katharina S. aus der kleinen Dreipolzer Straße rutschte auf einer Spur blau-grünlichen Glibbers aus und zog sich einen Oberschenkelhalsbruch zu. Offenbar kam der Glibber von unserem Freund, der das Turnier gewonnen hatte. Ganz offensichtlich. Ja, kommt vor. Wir wünschen gute Besserung. Die Substanz wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Nebensaison im Bootsverleih. Trüberbruck, wo sonst? Auch im Bootsverleih und Souvenirgeschäft Hades kehrt langsam die Nebensaison ein. Es gelten ab sofort die Öffnungszeiten für den Spätsommer. Dienstag bis Sonntag 10 Uhr bis 13 Uhr und 15 bis 20 Uhr. Mittwoch nachmittags geschlossen. Montag Ruhetag. Was der Mittwoch eigentlich auch sein dürfte, wenn da geschlossen ist. Wieso ist Sonntag nicht Ruhetag? Ist ja merkwürdig. Geliehene Boote müssen bis 30 Minuten vor Ladeschluss zurück sein. Es besteht noch die Gelegenheit, eines der beliebten Dinosaurierschwimmen blablabla zu kaufen. Dankeschön. Birne mitnehmen, bitte. Die paar Früchte wird niemand vermissen. Sehe ich auch so. Dann nimm auch ein paar, nicht nur eine, du Lügner. Ein paar sind immer zwei. Der berühmte Aluhut. Hallo? Erwischt! Das ist ein Privatgrundstück! Und offensichtlich hast du es unerlaubt betreten! Nein. Dieses Mal, ich sag's dir, hast du dir die falsche Nachbarschaft ausgesucht! Dieses Mal? Was? Hab ich ja gar nicht. Ich verkaufe diese hochwertigen Massagestäbe. Hast du das Schild nicht gelesen? Das ganz unten? Oder welches? Schilder? Welche Schilder? Witzig! Du bist einer von denen! Ich weiß es, gib's zu! Einer von denen? Oh nein, nicht schon wieder. Aber der hat ja sogar so ein Illuminatenzeichen umgekehrt auf. Ich sag's Ihnen, und ich sag's Ihnen nur ein einziges Mal. Ich bin kein Außerirdischer. Mir egal, was Sie glauben oder nicht. Ein was? Ein Außerirdischer? Du hältst dich wohl für besonders clever, hä? Im Gegenteil. Und wenn Sie glauben, ich würde mich noch einmal irgendwelcher Tests unterziehen. Ihr Regierungstypen werdet auch immer frecher. Regierungstypen? Nein, nein. Ich hab euch letztes Mal schon gesagt, nicht mit mir. Name und Dienstgradsoldat. Sind Sie von der CIA? BND? HVA? FBI? NSA? Alles. Raus damit! Alles davon. Ich bin vom Grünflächenamt der Gemeinde Trüberbrook. Sachbearbeitender Verwaltungsfachangestellter der Kommunalverwaltung, Tannhauser. Ich hätte da ein paar Fragen in Sachen Umweltverschmutzung. Lügner! Das ist lächerlich! Sag lieber die Wahrheit, sonst... Sag etwas! Oder stimmt! Netter Hut. Netter Hut. Okay, du hast wohl recht. Deine Lügen sind zu billig. Also, was machst du dann hier? Und dieses Mal die Wahrheit. Warte kurz, die ganze Geschichte. Ja doch, warte. Nun gut. Alles begann vor ein paar Wochen, als ich diese Gewinnbenachrichtigung erhalten hatte. Tante Lotti war einverstanden mit meiner Reise nach Europa. Einen solchen Gewinn dürfe man nicht ausschlagen. Vielleicht würde ich ja sogar jemanden aus der Verwandtschaft ausfindig machen. Außerdem hätte ich mir eine Auszeit redlich verdient. Ich solle nur heile und gesund wiederkommen, wünschte sie sich. Nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin habe ich mich also auf den Weg gemacht. Echtes Geschichtsstunde? Und so, bin ich hier oben gelandet. Aufs zu rauchen, Mann. Geschichte. Völlig bescheuert, wenn du mich fragst. Zu der Millennium-Kooperative kann ich nur sagen, ich hatte schon immer den Eindruck, dass mit denen etwas faul ist. Hatten wir alle den Eindruck. Also, ja, schmeiß komm jederzeit wieder. Die Kippe hier weg dann im Baumhaus. Dann können wir gerne ins Detail gehen. Lessing übrigens. Ja, okay, dann. Okay. Lampe. Diese Glühbirne wird mit Windenergie betrieben. 100% Ökostrom.
Ja, läuft. Läuft. Detaillierte Blaupausen zum Bau eines Bunkers. Verrückt. Wieso? Kann auch praktisch sein. Im Krieg oder so. Wow. Hat mehr nicht? Na gut. Dort hängt ein Einkaufszettel. Notration. Konserven. Dauerwurst. Alufolie. Illustrierte. Kann ich auch. Hätte ich gar nicht vorlesen müssen. Aber danke. Trotzdem. Eine Bastuba. Ach so. Auf gar keinen Fall. Messing ist mein Kryptonit. Oh. Mit Kontaktallergien ist nicht zu spaßen. Verstehe. Und hier ist eine X, aber ich kann es nicht anXen irgendwie. Ich kann. Ach doch. Ach so. Der ist exkludiert, nicht inkludiert. Merkwürdig. Ich möchte hier nicht rumschnüffeln. Selbstschutz. Na gut. Das muss runtergehen, jawohl. Ausmachen! Ausmachen! Strom ausschalten! Das Windrad versorgt dieses Baumhaus mit Strom. Autonom und nachhaltig. Das Ding ist aber echt, ich habe immer noch überhaupt nichts für meine Maschine zusammengefunden. Und ich habe schon so viel gemacht jetzt hier, irgendwie bloß als Nebenschauplätze gefühlt, weil ich nicht weiterkomme tatsächlich. Schon krass. Ups. Special Agent Hans Tannhauser. Ich bin vom FBI. Witzig. Hätte ja klappen können, ne? Wissen Sie Näheres über diese Millennium-Kooperative? Stimmt. Ich weiß, dass das ziemlich mächtige Leute sind. Ein Geheimbund. So wie die Freimaurer oder die Illuminati. Sie bleiben im Verborgenen und die Regierungen sind ihre Marionetten. Die führen irgendwas im Schilde, hier oben in den Bergen. Das war mir schon immer klar. Es fühlt sich ja später auch immer noch so, ja, ja. Sie waren aber ganz schön tief im Kaninchenbau, hm? Natürlich! Wirf mal einen Blick auf die alten sumerischen und babylonischen Schriften. Dann wirst ja, du die habe ich hier irgendwo, warte kurz. Hörst du das? Den Brummton! Stell ihn ab! Stell ihn ab! Warte kurz. Aus, aus, aus! Das sind die! Die versuchen mich langsam in den Wahnsinn zu treiben! Ich mit ihrer atomaren Strahlung! Schon krass, ne? Alter! Schon mal den Begriff Saturnportal gehört? Klar! In der Theorie beschreibt der Begriff eine Art von interdimensionaler Öffnung. Mhm. Ein Tor zu den Sternen. Ein Knotenpunkt. Eine Kreuzung in der Raumzeit. Verstehe. Ich glaube, das habe ich schon einmal gehört. Für mich klingt das alles nach Science Fiction. Ja, alles obskure, theoretische Physik. Ein Vermischen von moderner Wissenschaft und okkulter Zauberei. Sie versuchen, eine Verbindung mit dem Südpol des Saturn herzustellen. Mit Hilfe von Birkeland-Strömen. Birkeland-Ströme. Schon mal gehört? Ja, ja. Sie bewegen sich durch die Magnetosphäre der Erde und dann weiter bis hinaus in den Kosmos. Wie ein elektrischer Plasmastrom. Oder eine Helix. Eine Leitung direkt zum Saturn. Um die Wesen zu befreien, die dort eingesperrt sind. Wenn man den Nordpol des Saturn betrachtet, erkennt man dort eine Form. Ein Hexagon. Aha. Das war jetzt eine Sache, die vielleicht tatsächlich zutreffen mag. Aha. Was ist mit Ihrem Eichhörnchen? Das ist mein Freund Dösi. Müder Typ. Wie kommt er jetzt darauf, dass es sein Eichhörnchen ist und überhaupt und sowieso? Für mich klingt das alles nach Science Fiction. Ja, alles obskure, theoretische Sivirklenströme. Sie bewegen sich durch die Magnetosphäre der Erde wie die Wesen zu befreien. Ja, ja. Ja, ja, schon klar. Und Sie leben hier draußen ganz allein? Die Regierung hält mich anscheinend für eine Bedrohung. Ja, ja. Sie haben mich für verrückt erklärt. Komisch. Und ins Sanatorium gesteckt. Damals, als es noch ein echtes Sanatorium war und nicht das, was die Kooperative daraus gemacht hat. Aha. Als alles den Bach runtergegangen ist, wurde mir klar, dass für Leute wie mich kein Platz in dieser Gesellschaft ist. Leute wie vorher schon klar. Müssen verschwinden. Ja. Uns in Luft auflösen. Ja. Untertauchen. Ja. Und wir müssen Widerstand leisten, bis unser Tag gekommen ist. Okay. Gut. Ich habe genug gehört. Danke für das Gespräch. Komm jederzeit wieder.
Dann können wir gerne ins Detail gehen. Das überlege ich mir noch. So, das war alles. Kaninchenbau, blablub. Ja, soweit auch schon offenbar alles wieder abgegrast an Optionen hier oben. So fix geht das. Jetzt habe ich ein Windrad und ich weiß aber nichts anzufangen. Ja. Okay. Interessanter Bug. Was ist... Ach, nun geht er hier... Okay. Ja, gut. Warum auch nicht? Mensch. So spart man sich Animationen, wa?